Ich grüße euch, Beschwörer. Hier ist wieder Zerotil. Heute in einem Let's Play mit Ryze. Unser Team besteht aus Varus, Hecarim, Sugarth und Kayle. Mein Lane-Gegner ist, wie ihr da wahrscheinlich schon sehen könnt, Ahri. Ein Lucky Pick, ich meine nämlich blind, also ich spiele gerade Blind Pick, nicht wie üblich, sondern. Nicht wie üblich Blind Pick. Und ich denke natürlich, sie können mich voll fertig machen. Aber da ich hier Counter bin, wird sie das die nächsten paar Minuten noch machen, da Ryze recht squishy ist. Puh. Wer hätte gedacht, dass die weiter kämpft? Ich schummel nicht. Und da geht First Blood an uns. Dann gute Zusammenarbeit mit dem Random Jungler. Was ja für gewöhnlich nicht der Fall ist. Randoms halt. Da hat jeder so seine Geschichten zu erzählen. So, ein paar. Die kleine Mini-Welle hier nehmen wir noch. Und dann porten wir uns mal zurück. Und holen ein paar Sachen. Wir wollen ja nicht, dass die Ahri uns einfach überrascht. Weil sie Mana hat und wir nicht. Vielleicht habt ihr schon gehört. Ryze wurde neu gepatcht. Ziemlich viel geändert. Zu den Änderungen kann ich nicht viel sagen. Ich habe so Spiel Ryze seit den Änderungen gerade zum ersten Mal. Und die greift natürlich wieder prompt uns an. Lane-Gegner. Minions. Wer braucht schon Minions, wenn man den sein Mana am Champion verblasen kann? Seht ihr das? Schon ist wieder voll Mana. Faszinierend. Und wie heftig wie mich pusht. Ja, da habe ich alles SS verpasst. Vielleicht könnt ihr es ja hören, ich habe jetzt auch wieder Hintergrundmusik, da ich meinen PC wieder habe. Es macht mich glücklich und es macht mich traurig, weil mein PC ja, wie ich schon erwähnt habe, nicht der beste ist. Und die wartet ganz hinten und da darauf, mir in Town reinzuhauen. SS und da ist sie auch schon wieder. So vorhersehbar. Naja, und sie wird wieder gegankt. Und sie wird gegankt und ich habe keinen Mana. Und hier eine kleine Änderung, die ihr vielleicht, Neuerung, die ihr vielleicht seht.
Das Ultimate von Rice gibt jetzt Lauftempo. Watch my Mana for Gank. Das hatte ich nämlich gerade nicht. Ich würde jetzt so gerne jetzt mal im Hintergang, aber dieser Herr Karim. Ah, diese dämlichen Minions, die immer den Weg blocken. Furchtbar. OP Minions. Das sind die besten Spieler im gegnerischen Team. Ah, die greifen mich auch bloß, wenn das angegriffen ist. Schlucken wir mal den letzten Heiltrank. Oh. Ja. Oh, wir haben ein 11K. Also langsam habe ich das Gefühl, wenn ich mir den Overwolf aufnehme, backt meine Maus. Jetzt gehen wir mal zurück. Ja, nehmen wir das und einen Mana-Kristall, damit wir uns schnell die Träne der Göttin bauen können. Absolutes Muss für Rice. Ja, und der Herr Karin nimmt natürlich unseren Blue Buff. Ich gebe zu, wir sind zwar zurückgegangen. Gott. Seht euch das an. Ich habe natürlich genau gewusst, dass ich sie besiegen kann. Sacker! Das nennt sich Skill, Leute! Das nennt sich Skill! Das nennt sich Skill! Das nennt sich, nennt sich Skill! Oh, mein Handy klingelt! Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Ungünstigsten. Man muss gleich nochmal ein Mana. Kristall. Oh, scheiße, die Hure pusht mir. Scheiße, ich hab geflucht. Ja, Hekarim, rette meinen Tower. Und auf da oben rumzugammeln. Geh doch ran! Ah, verflucht.
Tja, Ari. Pech ist eben Pech. Und ich habe heute mal Glück, da bin ich echt froh drüber. Ich hatte schon so lange kein Glück mehr. Konzentrieren wir uns. Und der Rest fiel natürlich weiter. Hey, wir liegen ein Kill vorne, werden das gedacht? Ich bestimmt nicht. So, worauf baue ich jetzt gerade? Ich baue auf einen Katalysator. Und nach dem Katalysator kommt das Glacial Shroud. Von dem ich keine Ahnung habe, was das auf Deutsch heißt, sonst hätte ich das jetzt erklärt. Oh, 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 farm, 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 bitte, 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 bitte. Ha. Nein. Naja, man kann ja alles haben. Aber ein bisschen was. Jetzt haben wir wieder unser Ultimate. Wir legen ein Level vorne. Ein gutes Early Game, mit dem ich klar unterlegen bin. Mach jetzt so einiges aus. Jetzt habe ich meinen Tower verloren. Das heißt, für mich wird es jetzt schwieriger zu farmen. Okay, nee, vielleicht nicht schwieriger. Weil es kein Tower ist, damit die Last jetzt wegholt. Oh Gott. Was machen die denn unten auf der Botlane? Marathonfien oder was? Gehen wir mal runter und gucken, was da los ist. Diese Hure und dieser Silencer, ich will nicht mehr. Fiora ist schlimmer als Trindamer. Viel schlimmer als Trindamer. Ihr Ultimate, dass sie einfach wegspringen kann. Und dass die jetzt kommen ist, das hat überhaupt nicht in meinen Plan gepasst. Und den Kill habe ich auch nicht gekriegt. Den hat dieser dämliche Hacker ihm geklaut. Guckt euch das an. 03, 03, 4, 5, 3. Okay, das ist nicht schlecht. Aber 3-4, was für Noobs. Was für Noobs. Echt traurig. Die Community verkommt einfach. Aber genug melancholisch. Der Typ hat ja auch keine Ahnung, was er macht. Naja. Wie sage ich immer, die dreckigen OP-Bastarde. Da hat er garantiert ein Ward drin. Kommen wir mal runter. Ach, Varus ist wieder tot. Und Kael verbockt es auch wieder.
If you hadn't flashed, I would have killed you. Kennt ihr diesen Spruch? So dämlich, oder? Moment mal. Ryze hat 88 Base Damage? Heilige Mutter Maria. So vielleicht ja nicht mal ein Carry. Oh, Blitzcrank. Da wo wir ja nicht schneigegräbt werden, nicht wahr? Oh, in der Mitte geht da was ab. Ne, Hecarim fällt. Sugart wird jetzt auch fallen. Hey, Süße. Warum spielst du nicht mit mir? Ich bin nur ganz netter blauer Mann. Ich bin ein Schlumpf. Ich gebe zu, es war eine schwachsinnige Idee von mir, sich hier noch mit mir anzulegen. Sie war ja so gut wie down. Obwohl ich der Bot eben ja eins geben muss. Ich habe ein paar Freunde, die spielen auch eine ähnliche Kombination, allerdings Alistar und Blitzcrank. Blitzcrank in dem Fall als Carry, AD Carry. Und diese Kombination ist wirklich, wirklich böse. Das ist wohl mein Job, dieses Spiel zu carryen. Wenn ich der Einzige bin, der Spiele kann. Hä, passt jetzt zu voll zum Soundtrack, oder? Falls ihr ihn hören könnt. Fairy Tail. Natsu no Maho, wenn ich mich nicht täusche. Oh, verdammt. Back, 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 die Fiora. Mit der legen wir uns nicht an. Hecarim. Der berittene Ramus. Und nein, es war jetzt kein hirnverbrannter Witz darüber, dass er schnell ist. Das ist ein Spitzname, den er von mir und meinen Kumpels bekommen hat. BRR, berittener Ramus. Oh. Großes böses Spiel da unten. Gucken wir mal, ob wir ihnen helfen können. Wie sieht es mit Sugar aus? Ja. Okay, da gehen wir jetzt nicht rein. Wer weiß, was da drin sitzt? Nichts sitzt da drin, oder? Gut, Risiko eingegangen. Hat sich nicht gelohnt. Die sind wieder weg. Aber dafür haben wir da vorne in der Mitte einen schönen großen Farm. Den holen wir uns mal, denn unsere Minister bewegt wieder nur 80. Aber hey, das sind doppelt so viel wie beim letzten Let's Play. Oder? Müsst mich entschuldigen, ich bin furchtbar schlecht in Mathe. Also, wirklich furchtbar. Einstein war Physiker gegen mich. Hahaha. Aber hat der Witzel geschisse. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja, das hätte ich früher sehen sollen. Wie sieht's denn aus? 3, 4, immer noch nicht gut. Oh. Oh, wir müssen Kale helfen.
Komm schon, Falgesau. Dann gucken wir mal. Bam. Und da stirbt er auch. So, Mr. Afd4, bin ich immer noch ein Noob? Ich hatte ja gesagt, ich habe nur ein schlechtes Spiel. Okay, ich hatte zwei schlechte Spiele. Ich glaube, ich ziehe mich mal zurück. Ich habe kaum noch Mana. Was haben wir für eine Aufladung? 348, F84. Auch nicht gerade bombig. Aber wir können uns das Frozen Heart holen. Das ist natürlich gut, weil seht mal, was wir da haben. 90 Rüstung, 500 Mana, 20 Cooldown Reduction und 20% Angriffsspeed-Verringerung beim Gegner. Ist das nicht schön? Musik in meinen Ohren. Dann gehen wir mal wieder in die Mitte. Ein kleines Stats Review, damit ihr das sehen könnt, was gerade abgeht. Hier sehen wir Ari, steht immer noch auf 3,5. Klar, es trifft sie mich auch noch. Durch, alle durch trifft sie mich. Mann, 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 Mann. Gruenhoft. Und da stirbt sie. Hey, wir haben einen Blue Buff. Freut uns das nicht? Und GG, die Gegner haben aufgegeben. Ist das nicht ein schönes Spiel? Danke fürs Zuschauen. Ich werde dieses Video gleich hochladen. Es sind ja bloß 23 Minuten, ist ja nicht viel. Ich hoffe, ihr könnt die Musik hören. Falls nicht, werde ich was daran ändern. Das war's von Zero Till. Tschüssi.